Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae von mir, von Superfex. Ja, es geht nach langer Zeit endlich mal wieder weiter, weil ich habe in letzter Zeit ja eigentlich nur Little Big Adventure gespielt und hochgeladen, weil, ja, mir hat das ehrlich gesagt einfach mehr Spaß gemacht. Aber ich habe auch schon eine Beschwerde bekommen von Mr. Jack Smith, dass ich doch mal Shantae weitermachen soll und ich habe jetzt eigentlich auch Lust auf Shantae nach dem ganzen Little Big Adventure spielen. Und deswegen mache ich jetzt hier weiter, wie man sehen kann. Und beim letzten Mal waren wir auf der Suche nach Oasis Town. Und sind natürlich genau in die richtige, oder nicht in die richtige Richtung gelaufen. Wir sind genau in die falsche Richtung gelaufen. Zumindest vermute ich, dass wir in die falsche Richtung gelaufen sind, denn da ging es nicht weiter. Wir sind in eine Sackgasse geraten. Wahrscheinlich kann man da später noch weiter, aber wir haben dafür jetzt irgendwie noch nicht die nötigen Fähigkeiten. Vermute ich mal. Aua. Und ja, deswegen gehen wir jetzt wieder zurück nach Scuttletown, um dann an Scuttletown vorbei nach links zu gehen, denn da war ja die Wüste mit den Nagas und eigentlich macht es auch Sinn, dass Oasis Town da ist, denn eine Oase findet sich nun mal in der Wüste. Und ja, deswegen suchen wir da mal weiter. Und da wir ja jetzt auch die Affenform haben, können wir da auch weiterkommen, denn am Anfang war der Weg ja da nicht so gut für uns. Da kamen wir nicht weiter, weil es zu hoch war, einfach hochzuklettern, springen, wie auch immer. Ich will nicht ins Wasser fallen, deshalb muss ich hier ein bisschen vorsichtig sein beim Runterklettern. Ja, der Naev1406 hat mich auch angeschrieben, also er hat mir Kommentare unter Shantae-Videos geschrieben und mir dann auch noch eine Nachricht geschickt und hat gefragt, wow, was? Wieso bin ich tot? Okay, egal, ich erzähle einfach weiter. Ich habe ja gerade was zu erzählen. Ja, wie gesagt, der Naev hat mich angeschrieben. Und hat gefragt, wie ich den aufnehme. Also nicht, welches Programm ich zum Aufnehmen benutze, sondern ob ich es per Emulator mache, was für ein Emulator und sowas halt, ne? Und er hat mir dann empfohlen, also ich habe es bisher vom Game Boy Color aufgenommen. Er hat mir dann empfohlen, es von Game Boy Advance aufzunehmen. Denn anscheinend gibt es hier in Shantae noch einige Dinge am Ende, die man nur auf einem Game Boy Advance freigeschaltet bekommt. Also ist das ungefähr so ein bisschen wie in den Zelda-Teilen für den Game Boy Color, also Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Da gab es ja auch den Advance-Shop, der nur geöffnet war, wenn man einen Game Boy Advance hatte und mit einem Game Boy Advance gespielt hat. Und ich vermute mal, so ähnlich wird das dann hier auch sein. Oder sich so zeigen. Also es wird ja so sein, das hat mir Naev ja schon gesagt. Und ja, ich hatte es am Anfang versucht, Shantae mit einem Game Boy Advance Emulator aufzunehmen, noch bevor ich Videos gemacht habe dazu. Aber das Problem war, dass mir dieser Emulator extreme Bildfehler reingehauen hat. Deswegen habe ich dann gedacht, nee, das lässt du besser, weil es war wirklich unspielbar. Die Anfangssequenz, wo Shantae's Haus mit der Kanonenkugel beschossen wird vom Piratenschiff, war wirklich absolut zerschreddert. Da hat man nichts erkannt. Und deswegen habe ich mir dann einen Game Boy Color Emulator gesucht und da lief das dann ja auch. Aber Naev hat mir jetzt einen anderen Game Boy Advance Emulator empfohlen und wie man sehen kann, darauf läuft es. Man erkennt alles, alles ist gut, man hört auch die coole Musik, die hier in der Nacht spielt. Boah. Also hört mal hin, die ist echt ziemlich cool. Und ich hoffe mal, die Lautstärke ist jetzt auch so in Ordnung. Ja, und ich... Oh, Feuerfliege, aber da kam ich ja nicht dran. Also Glühwürmchen meine ich. Und hier war die... Die war erst hier, die Dribble Fountain? Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier müsste auch ein Speicherpunkt sein. Ja, ein Speicherpunkt, gut. Ich habe gerade den Faden verloren. Ich wollte irgendwas noch erzählen. Hallo Shantae, würdest du mir bitte wollen, dass ich speichere? Ja, dein Spiel wird gespeichert. Gut, rennen wir mal weiter. Denn hier sollte es jetzt nicht mehr allzu weit sein, wenn wir nicht von irgendwelchen Spinnen getötet werden. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was hier für Gegner überhaupt rumliefen. Und ich muss jetzt auch irgendwie hier zurück. Da geht's weiter, gut. Weil hier ist schon eine ziemlich... Aua! Du blödes Mistvieh. Eine ziemliche Schräge. Gut, wir haben es geschafft, wunderbar. Gehen wir mal weiter. Und hier war ja irgendwo auch noch... Hilfe, Spinne. Aua. Ich bin gleich schon wieder tot. Ich habe schon wieder vergessen, mir einen Trank zu holen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich möchte nicht sterben. Weil dann müsste ich alles nochmal von vorne machen. Oder zumindest vom Anfang des Waldlevels hier. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und ihr wollt das sicher auch nicht sehen. Ihr wollt sehen, wie ich weiterkomme.
Oder wollt ihr sehen, dass ich hier Frustration kriege oder wie? Also, oh, das war knapp. Ich weiß, dass Mr. Jack Smith es sehen will. Was war denn das? Ich hab nicht mal gesehen, dass da irgendwas war. Ja, nein, ich möchte nicht speichern. Lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß von Mr. Jack Smith, dass er gerne Frustration sieht. Das heißt, er wird das hier genießen, wenn ich im Wald die ganze Zeit verrecke. Aber es gibt sicher auch andere Hilfe, die hier einfach nur sehen wollen, wie ich weiterkomme und wie das Spiel weitergeht. Und ich will eigentlich auch wissen, wie das Spiel weitergeht. Geh weg. Danke. Und deshalb versuche ich mal so gut wie möglich hier das alles zu machen, ohne mich von irgendwelchen Dämonen treffen zu lassen oder in irgendein Loch zu fallen, weil ich einfach vom Baum falle. Das ist doch blöd. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch... Yeah. Ja genau, rutsch wieder runter, Chantae. Du hast ja sonst nichts Besseres zu tun. Du musst ja nicht die Welt retten oder so. Nein, Spiel im Wald. Das gefällt dir bestimmt, ja. So. Jetzt gehen wir hier runter. Danke. Ah. Diesmal falle ich nicht in das Loch rein. Und diesmal habe ich auch 3 Herzen hier. Also vorher hatte ich hier nur noch ein halbes. Na, rutsche mich mal runter. Ich bleib jetzt unten. Da. Oder hier waren wir. Na, hier unten sind nämlich nicht so viele Geister, die uns treffen können. Hoffe ich zumindest. Da möchte ich hoch. Muss es doch irgendwo einen Weg geben, wie ich da hochkomme, oder nicht? Na, wahrscheinlich muss ich dafür fliegen können. Na gut, dann gehen wir mal weiter, weil ich habe keine Lust, mich jetzt damit so lange aufzuhalten. Wir springen von Baumstamm zu Baumstamm, weichen den Spinnen aus, die vom Wald, von den Bäumen runterkommen und... Oh, oh, das war knapp. Ich bin da mal weg, ne? Der Dämon, den lassen wir auch einfach links liegen und springen nicht in das Loch. Spring... Oh, der schießt ja zweimal. Spring stattdessen über die Spinnen. Oh, ja, genau, wir springen weiter über Spinnen. Das macht Spaß. Also müsst ihr auch mal probieren. Einfach mal in den Wald gehen und über Spinnen springen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ah, aber wir haben Gott sei Dank die Waldstage jetzt endlich geschafft. Und jetzt kommen die Vogelscheuchen. Na toll. Oh nein, erst kommen die blöden Dinger, die aus dem Boden kommen. Hier kommen die Vogelscheuchen. Aua. Nee, ich darf nicht sterben. Wenn ich sterbe, fange ich im Wald wieder an, weil ich kein Leben mehr habe. Und das... Oh Gott. So. Hier komme ich doch bestimmt mit dem Affen hoch. Das muss so einfach so sein. Moment. Der Tanz war runter und rechts, oder? Jawohl, das war der richtige Tanz. Affenpower! So. Möglichst ohne uns von diesen Dingern treffen zu lassen. Oh. Hä? Jetzt? Ja! Und was ist das? Hooray! Ein Herzcontainer. Meine Herzen werden sich bei einem um einen erhöhen. Und wir haben 4 Herzen insgesamt jetzt. Plus leider. Lass mich in Ruhe. Haben wir jetzt nur noch ein halbes Herz insgesamt, weil uns dieser blöde Dämon getroffen hat. Und ja, toll. Habe ich ganz schön gemacht. Ja, toll. Jetzt fangen wir im Wald wieder an. Yay. Aber wenigstens nicht in Watertown. Das ist immerhin ein kleiner Vorteil. Also so gut bin ich doch schon noch, dass ich zumindest einen Speicherpunkt weiterkomme, ohne Game Over zu kriegen. Ach, ich starte auch nur mit 3 Herzen, dann ist das wie ein Zelda. Toll, ich dachte, ich könnte jetzt hier besser durchkommen, weil ich insgesamt 4 Herzen habe, aber das war's dann wohl. Schade. Spinne stirbt. Ich möchte mich nicht von dir treffen lassen. Nein, das wäre unschön. Und die könnten mir gerne mal irgendwelche Herzen droppen. Du zum Beispiel. Ja... Juwelen sind auch schön, aber Herzen ist doch jetzt schon etwas, was ich lieber sehen würde. Oh, Spinne. Pfui, Spinne. Ja, ein Herz. Dankeschön. Ich habe mich zweimal treffen lassen, aber jetzt habe ich 3,5 Herzen insgesamt. Das ist schon besser als 2,5 Herzen oder 3 Herzen. Oder ja, es ist einfach besser. Je mehr Herzen, desto besser. Und irgendwo habe ich doch noch so einen Herzcontainer gesehen, aber ich meine, da käme ich noch nicht dran. War das in der Triple Form? Nein, ich meine, das war noch woanders. Aber da kam ich nicht, nein, ich kam da wirklich nicht dran. Da meine ich, da kann ich mich dran erinnern. Aber ich möchte jetzt eigentlich hier eher durch. Ja, lass dich ruhig von einem treffen, Chantae. Ist gut, du willst ja nicht die Welt retten, nein. Rennen wir durch den Wald. Also hier ist die Nachtmusik leider nicht so schön wie in anderen Parts. Also das hat man jetzt noch nicht gehört, weil das in ein paar gefailten Aufnahmen war. Weil ich ein bisschen herumexperimentiert habe.
Aber vorhin, da wo das ganze Wasser war und die Wasserfälle und die komischen blöden Fische, die aus den Wasserfällen rauskamen, kann ich doch bestimmt jetzt auch hoch, oder? Achso, da käme ich sowieso schon hoch. Und ein Glühwürmchen, wunderbar. Da gab es in der Nacht ziemlich geile Musik, muss ich schon sagen. Und hier ist sie leider nicht so schön gewesen, aber was soll's. Die Musik im Spiel ist eigentlich ziemlich angenehm. Also ich habe schon wesentlich schlechtere Chiptunes gehört. Ich habe schon wesentlich schlechtere Spiele gespielt. Also, wobei dieses Spiel hier ist nicht schlecht, es ist ziemlich cool. Bloß, ich bin nicht so gut in Plattformern, wie man vielleicht gemerkt hat. Und deswegen bin ich wieder fast tot. Oh Gott. Aber ich habe es geschafft. Ja, ich bin bei Scuttletown und hier haben wir auch einen Badesaal. Das heißt, ich kann meine Lebensenergie wieder auffüllen. So, Item Shop, Safe Room, genau, das Badehaus. Da gehe ich jetzt mal rein. Denn ich muss meine Lebensenergie wieder ein bisschen auffüllen. So, schups, baden eine Runde. Glaub, tauchen nochmal unter, um uns komplett zu waschen. Und dann geht's wieder raus. Ah, frisch gestärkt durch das heiße Badewasser mit den anregenden Badesalzen drin. Gehen wir doch auch nochmal in den Item Shop. Denn hier gab es auch noch ein Item, das ich nicht geholt hatte. Das ich aber gerne auch mal ausprobieren möchte. Hallo, wie geht's dir? What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Nein, es lohnt sich, glaube ich, nicht, so ein Weil zu holen. Aber wir haben Vanish Cream, lets you walk. Ups, nein, ich wollte das nicht wegmachen. Sorry. Hallo, ich möchte mit dir reden. So. What can I do for you? Was haben wir denn hier? Wir haben Vanish Cream, lets you walk past enemies. Macht uns unsichtbar, gut. Aber die P-Balls, die wollte ich haben. Die Pike-Balls. Defend your body and attack your foes. Denn ich habe ein Video zu Shantae Risky's Revenge gesehen. Also dem Shantae-Spiel, das es für DSiWare gibt. Das ich leider auch... Ja, das ich gerne spielen würde irgendwann mal, aber ich hab's noch nicht. Und da wurden auch Spike-Balls gezeigt. Zumindest vermute ich, dass es Spike-Balls waren. Und die sahen ziemlich cool aus. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal welche geholt. Und mal sehen, wie sie sich so einsetzen lassen. So, Moment, ich speichere nochmal eben. Das heißt, falls ich ganz sterbe, muss ich nicht wieder im Wald anfangen, sondern kann hier in Scuttletown anfangen. So, Moment, Dance Parlor, Bob Squid Heart, Mimic Stock, Badehaus. Na gut, ich wollte nur nochmal gucken, ob da noch nicht irgendwelche anderen interessanten Ortschaften hier in der Scuttletown sind, die wir übersehen haben oder die ich vergessen habe. Aber war leider nicht. Ich hätte natürlich nochmal in den Dance Parlor gehen können, wobei es ist Tag, da hat er eigentlich geschlossen, um ein bisschen Edelsteine zu verdienen, aber wozu? Das Einzige, was wir uns jetzt wirklich kaufen könnten oder was interessant ist zu kaufen, sind die Kampfgegenstände. Aber die gibt es in Watertown und wir sind gerade nicht in Watertown. Wir haben leider auch nicht genug Mob Squids, um da wieder hinzukommen. Naja, was soll's. Okay, das hier ist keine Wüste, das ist